Die Erntezeit ist in vollem Gange. Ich werde Bohnen ernten, ich werde Tomaten ernten und ich habe einen super Staudentipp für euch. Mein Name ist Horst, ich bin Gärtner und mein Garten, mein Schrebergarten, der ist mitten in Berlin-Charlottenburg. Und los geht's. Tipp Nummer 1, Borlotti-Bohnen. Die sind so schön, dass man sie kaum ernten mag. Schaut mal, wie das hier aussieht an diesem Bohnengerüst. Aber die sind nicht nur außen schön, die sind auch innen schön. Man genießt von denen nämlich die Kerne. Die sehen aus wie so kleine Kibitzeier. Die haben so eine Musterung, mal mehr, mal weniger. Und die könnte man jetzt sofort so verarbeiten, also sie kochen für den Eintopf zum Beispiel. Oder man trocknet sie und verarbeitet sie dann im Winter. Und wer diese kleinen Köstlichkeiten auch im nächsten Jahr wieder ernten möchte, der hebt sich einfach ein paar Kerne auf und lagert die trocken, kühl und dunkel und legt sie dann im nächsten Mai nach den Eisheiligen wieder in den Garten und genießt sie dann. After all, isn't it the time that we make and all the innocence we give and we take. Tipp Nummer 2, Oktobersonnenhut. Rudbeckia triloba, so heißt er botanisch und mit dieser Staude bringt man wirklich die Sonne in den Garten. Ich liebe sie, die Bienen lieben sie und alle meine Freunde lieben sie. Und man glaubt es kaum, der kann im Garten auch mal zu viel werden. Aber da habe ich einen Tipp für euch. Hier zum Beispiel hat sich der Oktobersonnenhut ein Plätzchen ausgesucht, direkt am Weg. Da kann er natürlich nicht bleiben und deshalb pflanze ich ihn erstmal in ein Töpfchen. Ich grab ihn quasi aus, das verträgt er sehr gut und dann kann ich entscheiden, wo im Garten ich ihn eigentlich gerne haben möchte. Oder wenn alle Plätzchen schon mit Oktobersonnenhut besetzt sind, dann verschenke ich ihn einfach an meine Freunde. So möglichst viel Erde dran lassen, das verkraftet er am allerbesten. Prinzipiell sind die ja sehr, sehr, sehr genügsam. Trockenheit, warmes Klima. Brandenburger und Berliner Böden macht ihnen alles nichts aus. Also echt was für ein bisschen faule Gärten. So, jetzt kommst du hier rein und dann mal schauen, wo er landet. Tipp Nummer 3. Tomaten ernten. Woran erkennt man eigentlich, dass die Tomate erntereif ist? Das ist ganz einfach, da hat die Natur nämlich etwas eingerichtet. Es gibt so eine kleine Sollbruchstelle, so eine Art Knie, eine Verdickung oberhalb der Tomatenfrucht. Und wenn die sich beim Anheben der Tomate leicht löst, genau an der Stelle, dann ist die Tomate reif. Das hat noch einen anderen Vorteil. Es bleibt immer etwas grün oberhalb der Tomate an der Frucht dran. Und so können keine Schädlinge eindringen. Die Frucht bleibt einfach viel länger haltbar. Köstlich. Wie ist denn eigentlich euer Erntejahr so? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, lese ich mir durch und antworte auch. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal in die Playlist.